Hey Leute, das ist ganz Hyam. Willkommen bei WTN Germany. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Mitte des Jahres hatte der Tod von Tyler Sanders für einen großen Schock bei seinen Fans, Freunden und Angehörigen gesorgt. Der junge Schauspieler war mit gerade einmal 18 Jahren tot in seinem Zuhause aufgefunden worden. Die Ursache war bisher unbekannt, es gab jedoch Spekulationen. Nun ist der Grund für Tylers Ableben geklärt, er starb an den Folgen seines Drogenkonsums. Wie TMZ berichtet, geht das aus dem Polizeibericht des Gerichtsmediziners von Los Angeles hervor. Demnach habe der einstige The Walking Dead Star vor seinem Tod Fentanyl konsumiert, das ihn schlussendlich das Leben gekostet habe, es sei ein Unfall gewesen. In dem Bericht ist zudem vermerkt, dass Tyler den Drogenkonsum zufuhr. Hey guys, this is Ghanshyam, welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon and like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.